So kommt das Zeug nach Hause. Bestellt hier beim René. Ein bisschen die A2 gen Osten. Ja, relativ simpel. Ein blauer Schlauch. Etwas dicker, dickwandiger, mit einem Ventil drin. Schön relativ lose. Innerer Schlauch, ähnlich wie man es vom Tubeless kennt. Eigenes Ventil, sauber angeschweißt. Kontermuttern drauf, Ventilkappe. Wir werden das jetzt einlegen. Mal gucken. Erstmal muss der alte Reifen runter und dann bauen wir ein. Hier mal kurz eine Skizze, warum hoffentlich das No-Moose die Felge etwas besser schützt aufgrund seines Aufbaus als das Tubeless. Es ist eigentlich nur durch die etwas höhere Bauform möglich, den Felgenring besser zu schützen. Siehe Skizze hier. Das ist der Schnitt durch die Felge. Und jetzt, wenn man das die rote Linie sieht, das ist ungefähr etwas verfälscht wahrscheinlich dargestellt. Die Höhe vom Tubeless und blau etwas höher der Querschnitt durch das No-Moose. Und somit kann man sich vorstellen, wenn hier Gegenstände kommen und der Reifen außenrum runtergedrückt wird, dann hält das No-Moose die Kanten vom Felgenhorn noch ab. Das ist so ein bisschen die Idee, warum wir glauben, dass das No-Moose noch ein bisschen langfristiger gut funktioniert. So, ein bisschen eingeschmiert. Die Ventile müssen wir wahrscheinlich gleich auf der Felge nochmal ausrichten, damit die passend über den Löchern in der Felge selber fluchten. Also wenn was für ein Ventilloch und Reifenhalter ist, sind jetzt im Prinzip die zwei Ventile. Der eine vom inneren Schlauch, der eine vom äußeren, der hier so vulkanisiert ist. Ja, hier steht drauf maximal 10 Bar auf den äußeren Schlauch. So viel werden wir nicht drauf tun müssen, denke ich. Made in Taiwan. Also hier ist jetzt, sind die beiden Löcher. Man muss nicht wie beim Tubeless ein 11er Loch hier reinbohren, was man sonst für den Reifenhalter vom Tubeless machen muss. Ich nehme jetzt die Kappen ab und versuche das da durchzudrücken. So, die Löcher sind jetzt, fluchten jetzt. Ich habe nur zur Sicherheit eben die Kontermutter und Ventil drauf getan. Jetzt drücken wir so vorsichtig rüber. Wahrscheinlich so wie immer aufpassen, dass es hinten gut zusammen ist. Und dann mit etwas Liebe und Wucht. Die Felge verkratzen. Jetzt stellen wir das gute Stück in den Reifen. Achten wie immer auf die Laufrichtung. Bremsscheibe ist. Mal gucken. Rechts. Scharfe Kante passt auch. Jetzt würde ich mir. Jetzt könnte man vom Tubeless dieses Eisen nehmen. Ich glaube, das machen wir auch. Ich könnte die Sache einfacher machen. So, wir haben jetzt vom Tubeless hinten diesen Winkel reingelegt. Der ist ganz praktisch, damit das nicht mehr rausrutscht. Sieht man schön den blauen Ring. Einmal reindrücken. Felgenband ist nicht dabei. Da muss bestimmt noch Felgenband rein. Was. Ne, da ist ja deins frei. Also wir haben jetzt das Felgenband draufgelassen, was original auch drin war. Bei der Beta-Felge. Na. So. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir dann aufziehen. Die Seite ist drauf, war relativ simpel. Jetzt gehen wir zur zweiten. Ich mache das so, wie ich immer bei den Six Days gelernt habe. Fangen an einer Seite an, dann einen kleinen Schritt neben rum. Montage ist super simpel, viel einfacher als bei jedem Schlauch. So wie bei einem weichen Moose. Ah. Hier das Tiefbrett drücken. Mal gucken, ob er reinfluppt. Eigentlich ist der Mieters hier, den wir hier drauf haben, 754.
ein relativ dankbarer Reifen. So, wir müssen nicht mal einen Reifenhalter hochdrücken. Plop. Luft drauf. So, wir tun jetzt auf den kleinen Schlauch ungefähr 5 Bar und außen erstmal ein Bar drauf, gucken, ob es überhaupt Luft hält. Ja, dann wird es gefahren. Mal schauen, wie es funktioniert. Rückmeldung gibt es dann wahrscheinlich hier. Mal gucken, ob Zeit und Lust dazu da ist. Ja, ansonsten macht es erstmal einen guten Eindruck, finde ich. Piss einfach zu montieren. Ja, gut, beim Preis kann man streiten. 120, 130 Euro ist, glaube ich, so Marktpreis. Wir haben es jetzt im Osterangebot mal gekauft. 2 Stück. Wir testen es mal. Einfach, um mal eine Alternative zum Tubeless zu haben. Und um nicht, ja, dauernd mit Mousse rumzugondeln, was einfach teuer und unflexibel ist. Und Schlauch ist bei Steinen und harten Kanten einfach, ja, risikoreich. Deswegen testen wir das jetzt mal. Rückmeldung kommt. Ciao. Innerer Schlauch. Kommt raus. Tick noch. Bob. Reifen ist rausgesprungen überall. Sieht gut aus. Ich höre es nicht zischen. Was haben wir? So wie nach Schule 5. So, und jetzt final der äußere Schlauch. Äußere Bereich. Es ist ja kein Schlauch. Nur mal ein Bar drauf. Damit wird getestet und dann abgelassen. Einmal abwischen, fertig. Eine Sache noch, es gibt keinen Reifenhalter. Also die sagen, der Reifenhalter sind die 360 Grad Auflage, die jetzt der Reifen durch den Hochdruckschlauch hat. Da steht irgendwas von 1500 Kilo, die es hält auf der spanischen Website. Keine Ahnung, wie die das gemessen haben. Sei es drum, probieren. Klappt es? Was meinst du? Wenn ja, wäre es praktisch. Das denke ich auch. Simple Montage, ansatzweise fairer Preis. Nee, eigentlich finde ich den Preis viel zu hoch, aber wenn es lange hält, dann ist es okay. Oder? 116 ist okay, 130. Besser als Mousse wechseln. Das stimmt.